Erinnerst du dich an die Geschichte von den Zwillingen, die mit zwei völlig unterschiedlichen Farben geboren wurden? Dann wird dich die Geschichte überraschen, was mit ihnen in den Jahren nach ihrer Geburt geschehen ist. Als Stacy und Babajide sich darauf vorbereiteten, ihre kleinen Jungs zum ersten Mal zu sehen, stellten sie sich vor, wie sie aussehen würden. Beide Eltern hatten schwarze Haut, dichtes, lockiges Haar und schöne Gesichtszüge, die sie hofften, an ihre Zwillinge weitergeben zu können. Man hatte ihnen gesagt, dass die Kinder heterozygote Zwillinge seien, was bedeutet, dass sie nicht vollkommen identisch aussehen würden. Vielleicht würde David die Nase seiner Mutter und die Lippen seines Vaters erben, während Daniel die Augen von Stacy und die Hände von Babajide bekommen würde. Aber egal, wie die Babys am Ende aussehen würden, sie wussten, dass sie mehr als alles andere auf der Welt lieben würden. Das Paar hatte immer davon geträumt, eine Familie zu gründen, aber die unerbittlichen Anforderungen ihrer Jobs hatten ihre Wünsche aufgeschoben. Ihr Leben war so aufregend, dass sie kaum Zeit hatten, sich der Gründung einer Familie zu widmen. Ihr Tagesablauf wurde jedoch jäh unterbrochen, als Stacy plötzlich krank wurde. Übelkeit und Erschöpfung überwältigten sie, sodass sie häufig zur Toilette eilte, um sich zu übergeben. Die Krankheitsanfälle wurden im Laufe der Tage immer schlimmer und sie fühlte sich schwach und ausgelaugt. Zunächst glaubte Stacy, es handle sich um eine gewöhnliche Krankheit. Doch als die Symptome fast 2 Wochen lang anhielten, machte sie sich zunehmend Sorgen um ihren Gesundheitszustand. Der Ehemann brachte seine Frau sofort ins örtliche Krankenhaus, in der Hoffnung, die Ursache herauszufinden. Glücklicherweise ergaben die medizinischen Tests keine Anzeichen für eine bedrohliche Krankheit. Zu ihrem großen Erstaunen verkündete der Arzt jedoch, Stacy sei schwanger. Aber die Überraschungen waren noch nicht vorbei. Sie trug nicht nur einen, sondern gleich 2 kostbare Wonneproppen in ihrem Bauch. Das Schicksal hatte eingegriffen und ihnen die geliebte Familie geschenkt, nach der sie sich von ganzem Herzen gesehnt hatten. Die Aufregung erfüllte ihre Herzen, als sie sich auf die freudige Reise der Elternschaft begaben. Stacy und Babajide verschwendeten keine Zeit mit den Vorbereitungen für die Ankunft ihrer Zwillinge. 9 Monate vergingen in einem Wirbelwind aus Emotionen und unzähligen Momenten der Liebe. Stacys wachsender Bauch wurde zu einem schönen Symbol für das neue Leben, das in ihr erblühte. Die Tage vergingen voller Nervosität, denn Stacy und ihr Partner erwarteten sehnsüchtig den nahenden Tag der Geburt. Im Kreissaal herrschte eine elektrische Spannung. In der Luft lag eine Mischung aus Vorfreude und einem Hauch von Angst, als sich das Ärzteteam versammelte. Babajide stand an Stacys Seite und seine Augen waren mit einer überwältigenden Mischung aus Ehrfurcht, Stolz und Nervosität gefüllt. Das Ärzteteam, das sich mit dem Wunder der Geburt bestens auskannte, konnte seine eigene Vorfreude nicht unterdrücken. Sie gingen mit einer feinen Mischung aus Fachwissen und Mitgefühl an dieses bedeutsame Ereignis heran und fanden Freude und Erfüllung in dem Privileg, bei der Geburt eines neuen Lebens zu helfen. Doch was dann geschah, übertraf alles, was sie sich hätten vorstellen können. Mit jeder Wehe wurde Stacys Entschlossenheit stärker und der Raum füllte sich mit einem Gefühl der Verwunderung. Plötzlich wurde es still, als der erste Junge, Daniel, das Licht der Welt erblickte. Er überraschte alle mit seiner atemberaubenden dunklen Haut und seinem glänzenden schwarzen Haar, das er von seinen ebenso stolzen und strahlenden Eltern geerbt hatte. Entzückte Blicke und Freudenschreie hallten durch den Raum und schufen eine surreale und herzerwärmende Atmosphäre. Gerade als die Aufregung ihren Höhepunkt erreichte, erblickte das 2. Baby, David, das Licht der Welt. Im Raum herrschte fassungslose Stille bei dem Anblick, der sich ihnen bot. David kam als Albino zur Welt mit einer makellosen, porzellanweißen Haut, die sich von den Krankenhauslichtern abhob. Sein Haar, ein prächtiger Farbton mit auffallend goldenen Locken, schimmerte und zog alle, die ihn sahen, in seinen Bann. Die Zeit schien stillzustehen, als die kollektive Ehrfurcht und das Staunen die Anwesenden überflutete und sie atemlos zurückließ. Für Stacy und Babajide war der Anblick ihrer beiden neugeborenen Söhne überwältigend und erfüllte ihre Herzen mit einer Mischung aus Erstaunen und purer Liebe. Sie hatten schon immer gewusst, dass die Zwillinge nicht identisch aussehen würden, aber sie hätten sich nie vorstellen können, dass sie so unterschiedlich sein würden. Als sie ihre gegensätzlichen Jungen in den Armen hielten, staunten sie über die Schönheit und Individualität.
Der anfängliche Schock wich einer Flut von Emotionen, die ihre Herzen mit einer überwältigenden Welle von Liebe und Akzeptanz, aber auch Angst erfüllte. Sie befürchteten, dass der kleine David vom ersten Tag an diskriminiert werden würde und dass es für die Zwillinge noch schwieriger werden könnte, Anschluss zu finden. Aber zuerst mussten sie etwas noch Beunruhigenderes bedenken. Als Albino müsste David sich das ganze Jahr über vor der sengenden nigerianischen Sonne schützen und besonders auf seine empfindlichen Augen achten. Er könnte im Laufe der Jahre Sehprobleme entwickeln und würde für immer mehr als der Rest seiner Familie an Hautkrankheiten leiden. Die stolzen Eltern wussten nichts über die Pflege von Menschen mit Albinismus und mussten so schnell wie möglich mit dem Studium beginnen. Angetrieben von der Entschlossenheit, die Individualität ihrer Söhne zu bewahren, schworen sie sich von ganzem Herzen, ihre unterschiedlichen Erscheinungsbilder zu pflegen und zu feiern. Denn sie sind fest davon überzeugt, dass Vielfalt ein bemerkenswerter Aspekt der Schönheit ist. Von diesem Tag an machten sie sich auf den Weg, um die außergewöhnliche Reise ihrer Jungen mit der Welt zu teilen. Mit Kreativität und Leidenschaft schufen sie eine liebenswerte Instagram-Seite, ein digitales Refugium, in dem sie die Geschichte ihrer Kinder verewigten und wertvolle Momente und Abenteuer hinter den Kulissen festhielten, die den einzigartigen Weg ihrer Söhne perfekt widerspiegelten. Der Instagram-Account wurde schnell bekannt und eroberte die Herzen und Köpfe der Menschen weltweit. Ihre Geschichte verbreitete sich wie ein Lauffeuer auf den sozialen Netzwerken und Daniel und David wurden von Tausenden von Followern bewundert. Menschen mit unterschiedlichem Hintergrund und aus verschiedenen Kulturen bewunderten ihre bemerkenswerte Verbindung und waren fasziniert von ihrem einzigartigen Aussehen. Ihr Aussehen symbolisierte eine starke Botschaft der Inklusion und Akzeptanz, die die Grenzen von Rasse, Alter und gesellschaftlichen Normen überschritt. Obwohl sie noch Kleinkinder waren, wurden Daniel und David zu verehrten Fürsprechern für Albinismus und für die Förderung von Akzeptanz. Auf ihrem Instagram-Account zeigen sie bezaubernde Fotos mit herzlichen Bildunterschriften und vermitteln so die Idee, dass wahre Schönheit aus der Annahme der eigenen Besonderheit entsteht. Kurz vor ihrem ersten Geburtstag stiegen die Instagram-Follower-Zahlen der Jungs, was Stacy und Babajid tief bewegte. Sie erkannten, dass sich ihre Söhne in einige der jüngsten Influencer der Welt verwandelt hatten, die Barrieren überwinden und eine einflussreiche Botschaft der Liebe, Akzeptanz und des Feierns der einzigartigen Qualitäten jedes Einzelnen verbreiten. Und jetzt gehören sie immer noch zu den beliebtesten Kinderinfluencern auf Instagram. Stacy und Babajide könnten nicht stolzer auf ihre außergewöhnlichen Jungs sein. Jeden Tag überschütten sie Daniel und David mit Liebe und begleiten sie auf ihrem Weg. Sie ermutigen die Jungen immer wieder, sich ihrer Unterschiede bewusst zu werden und sie zu feiern. In einer Welt, in der sich die Menschen oft gegenseitig runterziehen, ist es erfrischend, von zwei Brüdern zu hören, die sich optisch so sehr unterscheiden und sich doch so ähnlich sind. Wenn die Jahre vergehen und Daniel und David zu einzigartigen Persönlichkeiten heranwachsen, werden sie sich zweifellos weiterhin für Vielfalt und Unterschiede einsetzen und die positive Botschaft so weit wie möglich verbreiten. Was hältst du von dieser interessanten Geschichte? Hast du schon einmal von zwei Babys gehört, die so unterschiedlich aussehen? Wie immer freuen wir uns, wenn du uns deine Meinung sagst, also hinterlasse uns deine Gedanken unten in den Kommentaren.